Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Brotherhood. Wir sind immer noch hier in dieser Mission. Ihr erinnert euch wahrscheinlich noch aus der letzten Folge. Falls nicht, schaut doch gerne mal in die Folge rein. PS, heute kommt kein Militant. Ich habe vor Assassin's Creed versucht nochmal zu spielen. Und es geht einfach gar nicht. Also ich schaff's einfach nicht. Das ist das Problem. Das ist, glaube ich, auch das einzige Problem, was ich eigentlich habe. Ich schaff's einfach nicht, diese Sprungpassage zu überwinden. Und ich hoffe, dass ich das hier wenigstens schaffe. Weil aus irgendwelchen Gründen war es ja beim letzten Mal... Ach, der hat mich wahrscheinlich entdeckt, ne? Geht er da? Ja, der geht da Patrouille. Komm. Hallo. Warum muss er denn jetzt den anvisieren? Hä? Okay, wir haben nur noch die zwei, die würde ich gerne mit einem Doppelattentat wegkriegen. Hatten wir den da drüben nicht auch weggemacht? Ach nee, das war auf der anderen Seite, ne? Hallo. Sowas kann auch nerven. Hier sind keine weiteren Waffen, ne, ne. Nicht da plündern. Die Einladung ist nicht hier. Ich bringe sie dem Signore. Ah. Geil. Wie ihr seht, schaffe ich ja voll richtig gut. Ja, ich schaff's doch noch. Ich hab gar keine Assassinen mehr. Ach, das ist doch nicht wahr. Schaffe ich jetzt nur deswegen nicht, ne? Ja, geil. Deswegen habe ich nicht geschafft, weil meine Assassinen alle weg waren. Aus welchen Gründen auch immer ich keine Assassinen mehr hatte, mal by the way. Ach, ich erinnere mich, ich bin so dumm. Ich habe doch beim letzten Mal meine Assassinen gerufen und habe die im Stich gelassen. Weil es auch, glaube ich, nicht mehr anders ging, glaube ich, sogar. Mann, vor allem, ich erinnere mich gar nicht mehr an diese... Vor allem, ich will mir eine andere Robe anziehen, Leute. Ich hoffe, ihr habt da nichts gegen. Ich habe ja jetzt die ganze Zeit schon Edsels Robe angehabt. Da kann ich doch gerne mal auch mein Inventar zugreifen. Warte mal, Ausrüstung. Ah, okay. Das war das. Montur. Ich will mal
ey, das gibt's nicht. Komm. Ey, Alter, wie schnell ist der denn, bitteschön? Ah! Leute. Wir haben es geschafft gerade. Okay. Ich würde mal sagen, ich mache jetzt die Hauptstory mal ein bisschen weiter mittlerweile. Bietet sich das ja an. Was ist denn jetzt noch da? Ja, Ruckel. Achso, falls es ruckelt, ich rendere im Hintergrund gerade schon mal eine Folge von Harveys neue Augen. Und morgen kommt... Oh. Morgen kommt übrigens auch pünktlich um 12 Uhr eine Folge Harveys neue Augen. Und auch wieder militant eventuell nicht, falls ich es nicht schaffe, nämlich. Ansonsten doch. Also... Ne. So. Die Befreiung Roms hat begonnen. Messere, ihr habt mich gerettet. Gewährt mir die Ehre, euch dienen zu dürfen. Okay, somit haben wir quasi einen wieder zurück. Hallo? Danke. Na gut, wie gesagt, wir gehen jetzt mal zur Hauptstory. Wir nutzen mal die Dächer dafür. Weil dann kann ich ein bisschen abkürzen. Gar nicht. Und warum kann er eigentlich nicht einfach, wenn ich geradeaus steuere, irgendwie so einen kleinen Hinweis darauf geben, dass man es nicht schaffen kann, da hochzuklettern? Wäre eigentlich ganz nice. So ein klitzekleiner Hinweis. Von wegen, hey du, ja genau du kannst da nicht hochklettern. Da ist nämlich einfach ein Schild im Weg. Geh mal einen Schritt nach links. Bin ich gerade echt durch eine Pfütze gelaufen? Okay, das meinte ich, es hat kurz gefreezed. Hat wohl von dem guten Zeug getrunken. Definitiv. Minuten allein schon für diesen Part wieder gerade, die ich einrechnen muss. Oh. Oh. Okay. Mal sehen, was passiert. Wir nehmen mal irgendwas mit einfach. Einfach mal random, Leute. Ich habe einen Weg zur Befehlsübermittlung an eure Rekruten eingerichtet. Wir senden die Befehle mit Brieftauben. Hab Dank, Machiavelli. Bartolomeo lässt sich entschuldigen. Die Franzosen haben ihren Angriff verstärkt. Claudia. Ezio. Nun gut. Ich habe einen Plan für die Borgia.
Wir greifen ihre Ressourcen an oder Cesares Anhänger. Mein Plan sieht beides vor. Wenn wir den Geldhahn zudrehen, verliert Cesare seine Armee und kehrt ohne Männer zurück. Also, ich frage euch, woher stammt sein Kapital? Volpe? Agostino Chigi ist der Geldgeber des Papstes. Aber Cesare vertraut einem anderen. Im Moment wissen wir nur, dass man ihn den Bankier nennt. Es gibt einen, der dem Bankier Geld schuldet. Senator Egidio Troche kommt jeden Tag und beklagt sich. Ben, ich werde dieser Spur folgen. Französische Söldner bewachen die Straße zur Engelsburg. Wenn Cesare eintrifft, kommt ihr nicht mehr an ihn ran. Ich werde den General der Franzosen töten. Ist er tot? Hat Bartolomeo die Franzosen in der Defensive und sie müssen die Posten an der Brücke aufgeben. Auch ohne Söldner wird die päpstliche Garde weiterhin das innere Tor bewachen. Es gibt einen Nebeneingang. Lucretias neuestes Spielzeug. Pietro hat den Schlüssel. Ich sah ihn an der Burg. Kommt später zu mir. Meine Diebe werden versuchen, ihn aufzuspüren. Okay, finde ich mal ganz interessant. Ich schicke jetzt den mal auf einen Auftrag. So, weil dann kann der uns auch nochmal Geld reinbringen. Und eigentlich wollte ich doch nur zu einem eigentlichen Missionsziel, aber ich weiß nicht, ob das jetzt die Hauptstory ist oder nicht. Wir nehmen es einfach mit, Leute, okay? Ich nütze niemandem ohne mein Forni. Ich gehe zu meinen Kindern und hoffe auf Wiederherstellung meiner Ländereien. Ich wünschte, du bleibst. Du bist jetzt der Anführer der Assassinen. Vereinige sie, Ezio Auditore, und erobere Roma. Vittoria agli Assassini! Vittoria agli Assassini. Sequenz beendet, anscheinend. Okay, wir haben wir haben eben soeben die Sequenz beendet. Okay, finde ich cool. Übrigens, ich habe es ja eben schon erwähnt, Militanz schaffe ich nicht. Tank Blast kommt auch, je nachdem wie sehr ich darauf Lust habe und es schaffe. Aber schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr das auch täglich sehen wollt, weil da muss ich echt mehr Zeit einplanen für Aufnahmen und so. Ja, warte mal. Hoppla. Irgendwo hier, da vorne. Schnellste Methode, tut mir leid. Die Befreiung Roms hat begonnen. Ich atme noch und das verdanke ich euch. Meine Kampfkraft gehört euch, wenn ihr sie wollt. So, und unsere Assassinen-Gilde wird immer größer somit. Größer. Entschuldigung. So, den Maler brauchen wir nicht. Eigentlich suche ich... Warum können die... Naja, egal. Ja, nochmal zurückgekommen. Also wenn ihr das... mit Tankblast unbedingt sehen wollt, dann schreibt mir das bitte gerne mal in die Kommentare. Ansonsten kann ich halt zeitmäßig dann... Alter. Ansonsten kann ich dann zeitmäßig auch noch was anderes aufnehmen.
Und ich möchte eins ankündigen. Ich werde in ferner Zukunft, vielleicht in den nächsten paar Fällen, eventuell Half-Life Let's Playen. Grund dafür ist, ich habe mir letztens mal ein paar Richtlinien durchgelesen. Half-Life ist kein Problem, kann man einfach frei Let's Playen. Da gibt es extra eine Seite für. Wenn euch das interessiert, werde ich euch das notfalls hier nochmal verlinken. Schreibt es mir gerne rein, wenn euch das überhaupt interessiert. Weil dann brauche ich auch sonst nichts zu verlinken, wenn es nicht euch interessieren sollte. So, und jetzt erstmal Apothekenbedarf. Erstmal Medizin wieder voll machen. Spitze Gegenstände? Ich bestehe zum größten Teil hier aus spitzen Gegenständen. Zitat 3D-Modell, ne? Wow, er hat uns sogar gewarnt, der eine. Wie nett. Deswegen muss aber nicht die Gruppe auflösen. Ey. Wisst ihr, was mich jetzt am meisten gerade abfuckt? Dieses Sperrgebiet da vorne. Und warum springt er da runter, wenn ich da nur rüberklettern wollte? Das wird witzig. Oder auch nicht, weil angeblich nicht getroffen und so, ne? Ja. Rennt er raus oder nicht? Rennt er raus oder nicht? Okay, die bleiben drinne. Ich weiß, ich strecke jetzt damit nur die Zeit, das ist auch mir klar, aber... So, jetzt müssten doch die alarmiert werden, oder nicht? Nicht? Alter, ich bitte dich. Ach, Fuchs. Du kannst den Ballen machen, davon laufen. Los, auf die Katze. Enter. Los, los.
Die haben mich hochgepusht. Okay, ich will eigentlich nur noch den Tempelritter machen, deswegen tut mir leid, dass ich das jetzt so lang ziehe. Wir machen definitiv im nächsten Mal hier sowieso weiter, also regt euch da nicht auf, ne? Aber holy Macaroni, dass die gleich so aggressiv werden und mit Stein schmeißen. Vor allem, ich habe voll keine Pfeile mehr gleich. Ich weiß halt echt nicht, wie ich da... Schade, ich habe noch gar keine Rauchbomben, fällt mir gerade so ein. Ah! Ah, Leute! Ihr wisst, was ich machen will. Ich will halt nur diesen einen Kletterradat hier übernehmen. Und das wäre eigentlich gar nicht so schwer. Ihr könnt ja auch einfach mal versuchen. Wo muss ich denn hier da hochklettern? Muss ich von hier aus? Ja. Okay, Leute, ich kletter jetzt hier hoch. Wenn ich es jemals schaffen werde, hier hoch zu klettern. Weil den Tempelritter haben wir nicht mehr gekriegt. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Tempelritter. Ich weiß ja nicht, wie ich das sonst nennen soll. Weil Templerer oder Templer war mir ein bisschen zu, ja, nicht blöd, aber es war halt zu komplex für mich, weil ich das ganze Zeit so gesagt habe. Ach, dann geht das auch gar nicht. Ach, erzähl mir keinen Scheiß. Na gut. Machen wir das hier. Gut, Leute. Ich würde sagen, das tut mir echt leid, dass ich das jetzt hier nicht geschafft habe an der Stelle. Mich auf mein Ziel hinzuarbeiten und auch daran zu halten. Holy shit. Aber ich würde mal sagen, dafür haben wir immerhin einen weiteren Aussichtspunkt, den ich nochmal erklimmen darf, weil... Ach so, habe ich ja schon. Ja, interagieren ist dasselbe, okay. Also echt schade. Ich hätte echt gerne das hingekriegt. Deswegen würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich bin raus, euer Tass. Haut rein und ciao. Piersi mach hier von Thumbnail, von der Aussicht. Haut rein, ciao.